Also ich hoffe, Hannah ist jetzt schon auf. Oder hat sie etwa zur zweiten Stunde heute? Hannah? Hannah? Hannah, sag mal, musst du nicht aufstehen oder hast du heute aufstehen? Zur zweiten? Nein. Nein, du hast nicht zur zweiten? Hannah, du musst unbedingt aufstehen. Du kommst viel zu spät zur Schule. Oh, Mama, warum hast du mich nicht schon eher geweckt? Mann, jetzt komme ich zu spät. Na, weil ich angenommen habe, dass du heute zur zweiten hast. Komm, mach dich schnell fertig. Keine Zeit vertrödeln. Ich werde dir schon mal dein Pausenbrot machen. Das kannst du direkt mitnehmen. Also los, 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 los. Och Mann, das kann doch wohl echt nicht wahr sein. Wenn ich jetzt zu spät komme, dann bekomme ich einen Klassenbucheintrag. Und das kann ich mir nicht erlauben. So, jetzt heißt es Zeitoptimierung. Was kann ich ausfallen lassen und was muss ich auf jeden Fall machen? Naja, auf Toilette muss ich auf jeden Fall. Zähne putzen? Nein, keine Zeit zum Zähneputzen. Habe ich gestern Abend noch gemacht. Das muss heute ausfallen. Du, Hannah? Hannah? Oh, Emma, was ist? Ich habe eigentlich gar keine Zeit. Hier, guck mal, unter meinem Prinz- und Prinzessinnenpaar, da ist ein Loch. Kannst du das kleben? Tut mir leid, Emma, aber das geht jetzt nicht. Ich muss unbedingt zur Schule. Oh, Hannah, du riechst aber komisch aus dem Mund. Hast du deine Zähne nicht geputzt? Das sage ich Mama. Nee, hatte ich keine Zeit zu. Manchmal muss halt ein Kaugummi reichen. Kaugummi? Gute Idee. Ich kann hier in das Loch einfach ein Kaugummi reinstopfen. Ja, Mann, das ist genial. Von mir aus auch das, aber ich muss jetzt sofort zur Schule. Oh, Hannah, da bist du ja endlich. Also hier sind die Sachen, die du mitnehmen kannst. Oh, Mama, das dauert alles viel zu lange. Kannst du das ganz schnell in meinen Rucksack reinpacken? Ich muss los. Also gut, Hannah, hast du auch jetzt wirklich alles dabei? Ja, habe ich. Ach, heute ist doch ein ganz normaler Schultag. Was soll ich denn da schon vergessen? Also außer meinen Kopf vielleicht, aber den habe ich ja schon auf. Also mach's gut, bis später, Mama. Tschüss. Also in der Eile hätte ich auf jeden Fall irgendwas vergessen. Ich wette, sie hat auch was vergessen. Also wenn Hannah jetzt nicht gleich kommt, dann gehe ich schon mal in den Unterricht. Das dauert ja Ewigkeiten. Wo bleibt sie denn? Ich meine, da hinten kommt sie gelaufen. Schau doch mal. Alles okay, Hannah? Bist du einen Marathon gelaufen? Oh Mann, Leute, ich glaube, ich war noch nie so schnell. Ich bin erst vor 20 Minuten aufgestanden und ich bin noch nie so schnell gerannt. Pia, gehst du später mit deinen Großeltern schwimmen oder warum hast du so eine große Tasche dabei? Das wäre schön. Nein, wir haben heute Sportunterricht. Hast du das total vergessen? Oh nein, das habe ich in der Eile total verpeilt und jetzt habe ich nichts dabei. Mist! Ach, das ist schon nicht so schlimm. Vielleicht kannst du auch in deinen normalen Klamotten einfach Sport machen. Das fällt bestimmt nicht auf. Ja, ich glaube, das wird der Coach nicht merken. Andere haben bestimmt auch ihre Sportsachen nicht mit dabei. Wie immer. Ja, vielleicht habt ihr recht. Also, ach, eigentlich, der Tag ist zwar blöd gestartet, aber ich glaube, es wird nur noch besser heute. Ich bin total verwirrt. Pia, was haben wir jetzt eigentlich? Na, Englisch bei Frau Blume. Und wir hatten auch echt jede Menge Hausaufgaben auf. Och nee, Englisch? Ich dachte, wir hätten Erdkunde. Ich habe meine Sachen nicht dabei. Aha, habe ich das gerade richtig gehört? Du hast deine Sachen nicht dabei, Hannah? Oh, oh Gott, Frau Blume, hallo. Ich habe meine Sachen zu Hause vergessen. Tut mir leid. Eine Entschuldigung reicht da nicht. Das gibt einen Klassenbucheintrag. Oh, das gibt's doch nicht. Also, wenn ich das Klassenbuch hätte, dann hätte ich schon längst eingetragen. Aber wo ist das Klassenbuch? Oh, Backe, das habe ich total vergessen. Ich hol's sofort. Oh, das will ich ja wohl auch hoffen. Also, ansonsten bekommst du gleich auch noch einen Klassenbucheintrag für deine vernachlässigten Aufgaben. Ja, sehr gut, Mann. Oh, ich vergesse sowas immer, ob jetzt zum Tafeldienst oder Klassenbuchdienst. Wer kann sich denn sowas merken? So, aber jetzt schnell wieder zurück in den Unterricht. Oh Mann, hoffentlich kriege ich nicht einen Klassenbucheintrag. Hey, du da stehen geblieben. Bleib mal kurz stehen. Ja. Was wollt ihr? Ich kenne euch nicht. Bist du in der Klasse von diesem Mädchen mit diesem Pferdeshirt und mit diesem, also dieses andere Mädchen mit dem Rollstuhl? Sind die beide bei dir in der Klasse? Ja, sind sie. Wieso? Sag mal, was habt ihr denn als nächstes für einen Unterricht? Auf dem Stundenplan, was steht da? Also, im Moment haben wir jetzt Englisch und dann haben wir Sportunterricht. Oh, perfekt. Super, ja. Dann können wir das schon heute machen? Ich fand das gerade richtig komisch. Was wollten die denn und warum wollen die wissen, was wir für Unterricht haben? Das ist die wichtigste Regel in der englischen Sprache. He, she, it, es muss mit oder so? Entschuldigung, darf ich einmal ganz kurz stören, Frau Blume? Oh, wenn's sein muss, aber was ist denn heute schon wieder los? Kinder, euer Sportlehrer, Herr Coach, der hat sich heute leider krank gemeldet. Oh, super. Dann fällt es gar nicht auf, dass ich meine Sachen nicht dabei habe. Und wir haben eine Freistunde. Yippie. Oh, das kann doch echt nicht wahr sein. Ich habe meine ganzen Sachen hierher geschleppt. Oh, diese riesen Sporttasche. Ah, zu früh gefreut, würde ich sagen. Es gibt eine Vertretungslehrerin. Die wird Herr Coach heute vertreten. Oh nein, das darf doch echt nicht wahr sein. Mann. Also gut, Frau Blume. Dann noch einen schönen Unterricht. Ich bin dann wieder weg. Oh, Hannah, jetzt reiß dich gefälligst zusammen. Hör auf, hier rumzuheulen. Entschuldigung, also ich war einfach nur enttäuscht, weil dieser Tag ist echt schlimm. Hannah kriegt ja richtig eins auf den Deckel. Das gefällt mir, da bin ich nicht die Einzige, die immer nur Rüffel bekommt. Also von allen Fächern, die wir haben.
mag ich Englisch irgendwie am wenigsten. Oh, Frau Blume geht mir total auf die Nerven. Jetzt erstmal zum Sportunterricht. Oh Mann, das war echt eine der schlimmsten Unterrichtsstunden, die ich jemals hatte. Schnell weg hier. Was habe ich gehört, Hannah Vogel? Also, ich bin wirklich enttäuscht. Oh Mann, Frau Blume hat auch ihre Ohren überall. Kommt zum Sport. Leute, was steht denn hier so rum? Wollt ihr euch gar nicht umziehen oder bin ich die Einzige? Hä, warum sollten wir uns denn umziehen? Die Lehrerin ist nur eine Vertretung. Die weiß doch überhaupt nicht, ob das unsere Sportsachen sind oder nicht. Und außerdem, ich habe heute einfach überhaupt keine Lust auf Sport. Ich habe mir meinen kleinen Finger verknackst. Hä, okay. Dann werde ich eben die Einzige sein, die sich umzieht. Ist mir doch egal. Ach ja, und Hannah, ich habe übrigens noch ein extra T-Shirt für dich mit. Ich konnte mich heute Morgen nicht entscheiden. Oh, super, Pia, vielen Dank. Dann kann ich das wenigstens gleich ausziehen. Also, vielen Dank, Pia. Und, wow, dein Outfit sieht richtig cool aus. Hast du das neu? Ja, hat meine Mama mir gekauft. War in so einem Sportgeschäft. Ich finde das auch richtig klasse. Jetzt stecke ich total heraus. Los, kommt, Leute. Ich glaube, wir kommen sonst selbst zu spät zum Sportunterricht. Okay, Kinder, seid ihr alle bereit? Also, ich bin heute eure Vertretungslehrerin, die Frau Stark. Hannah, ich glaube, ich gucke nicht richtig. Ist das ihr Sportoutfit? Das sieht ja aus wie ein Badeanzug. Kinder, habt ihr schon mal Ninja Warrior gesehen? Das werden wir heute machen. Oh Mann, perfekt. Die ganze Umkleide ist leer. Jetzt können wir zuschlagen. Oh Mann, die werden Augen machen. Ja, das wird sowas von peinlich für die. Also das ist auf jeden Fall das Shirt von dem Mädchen mit den blonden Haaren. Ja, und ich nehme jetzt die Tasche hier einfach auch noch mit. Ich denke, die werden alle zusammengehören. Oh Mann, ich glaube so froh wie... Heute war ich noch nie, dass ich nicht beim Sportunterricht mitmache. Das sah ja echt brutal aus. Oh, Becky, das kannst du laut sagen. Ich kann nicht mehr. Ich habe so Muskelkater. Oh. Hä, wo sind denn unsere Sachen? Ich hatte mein Shirt genau hier hingelegt. Meine Tasche ist auch weg. Was guckt ihr mich so an, als ob ich das gewesen bin? Das kann gar nicht sein. Ich war doch die ganze Zeit mit euch beim Sportunterricht. Und außerdem, warum sollte jemand eure Klamotten stehlen? Ich meine, die sind hässlich und auch nichts wert. Also, was will jemand damit? Oh Mann, Pia, was machen wir denn jetzt? Ich weiß es auch nicht, aber irgendjemand hat unsere Sachen geklaut. Wo sind die denn hingekommen? Also ganz ehrlich, Ronja, du hast mir in der Grundschule schon Streiche gespielt und das hat sich immer so weiter fortgesetzt. Also, du warst das bestimmt. Wo ist mein Pferdeshirt? Hä? Ich war das überhaupt nicht. War ja klar, einmal irgendwelche Streiche gespielt, immer irgendwelche Streiche gespielt. Sucht euch jemand anderen, ich war das nicht. Ihr könnt es doch bezeugen, ich war nicht in der Umkleide. Ich war die ganze Zeit mit euch im Sportunterricht. Oh Mann, Ronja, wer es glaubt, wird selig. Also, Pia und ich gehen kurz in eine Dusche und machen uns frisch. Und wenn wir wiederkommen, liegen unsere Sachen wieder da, verstanden? Wie soll ich das denn machen? Wenn ich es nicht gewesen bin, ich gehe zurück zum Klassenraum. Pff, mach ich nicht. Ich werde auch zurückgehen zum Klassenraum. Mein Rucksack und so liegt da noch. Super. Oh Mann, perfekt. Die sind unter der Dusche. Naja, ich glaube, wir können noch ein paar mehr Sachen mitnehmen. Gute Idee. Erst haben wir ihre Anziehsachen geklaut und jetzt klauen wir noch ihre Sportsachen. Nimm mit, was du tragen kannst, ansonsten kommen wir nochmal wieder. Oh Mann, ihr habt Pech gehabt. Das werden wir jetzt irgendwo in der Schule verstecken. Ja. Oh Mann, das kann doch echt nicht wahr sein. Wo sind denn jetzt unsere anderen Sachen? Oh Mann, wie dreist ist das denn? Jetzt hat die doch ernsthaft noch mehr Sachen von uns geklaut? Und schau uns mal an, wir können doch jetzt nicht in Unterwäsche zurück zur Schule gehen. Auf gar keinen Fall. Och, was sollen wir denn jetzt machen? Keine Ahnung, aber vielleicht kann Frau Stark, die Lehrerin, einfach unsere Eltern anrufen, damit die uns entweder Klamotten vorbeibringen oder uns abholen. Mann, ist das peinlich. Voll peinlich. Frau Stark, Entschuldigung, können Sie uns einmal helfen? Was ist denn mit euch los? Also der Unterricht ist doch schon vorbei. Wollt ihr nicht zurück zum Klassenraum? Doch, wir wollen schon zurück, aber jemand hat unsere Kleidung geklaut. Genau. Also die gesamte Kleidung. Und so können wir ja nicht wieder zurück. Wir haben nur Unterwäsche an. Hm, na du... Das sind doch die Sachen von Hannah und Pia. Aha, die liegen also hier im Klassenraum. Wie kommen die denn hierher? Frau Lieb, können Sie einmal kurz in der Sporthalle anrufen? Die verschwundenen Sachen, die sind wieder aufgetaucht von Hannah und Pia. Ah, Moment, das Telefon schellt. Also, naja, dass euch wirklich jemand so einen alten Streich gespielt hat mit den Klamotten, das gab's doch damals immer schon. Also, gute Neuigkeiten für euch. Eure Klamotten sind wieder aufgetaucht im Klassenraum und eure Freundin Becky kommt kurz her und bringt sie euch. Oh, zum Glück. Gott sei Dank. Mann, das wäre sowas von peinlich gewesen. Schau uns an. Wir hätten ja nicht so in eine Klasse gehen können. Ja, wir kriegen unsere Klamotten zurück. Und Hannah, weißt du was? Ich glaube übrigens nicht, dass das Ronja war. Das kann nicht sein. Sie war die ganze Zeit bei uns. Und warum sollte sie dann nochmal unsere Sachen stehlen? Das macht keinen Sinn. Ich denke ja, es hat irgendwas mit den Zwillingen zu tun. Hm, okay, du könntest recht haben, aber das wäre ja wohl wirklich ein starkes Stück, wenn die sich bei uns jetzt rächen würden, dafür, dass wir sie überführt haben. Was soll denn noch alles passieren? Heute ist Wochenende. Was mache ich denn Schönes? Vielleicht rufe ich gleich mal Pia an oder vielleicht Philipp. Wir könnten ins Einkaufszentrum gehen. Aber Moment mal gerade. Was ist denn? Was ist das? Was ist das an meinen Händen? Och nö, das sind Handschellen. Wer hat mir die denn angelegt? Hey, Hilfe! Oh Mann, wie soll ich denn jetzt mit diesen Handschellen hier aus dem Bett rauskommen? Ich kann mich ja gar nicht festhalten. Oh, geschafft. Beinahe wäre ich noch runtergefallen. Und Moment.
Dienststellen an, sondern hier liegen auch ganz komische Sachen rum. Waren etwa Einbrecher da? Aber diese Sachen kenne ich alle gar nicht. Was soll das denn? Warum liegt das denn hier? Na gut, die Pfanne mit den Spiegeleiern kenne ich schon. Die gehört Papa. Aber was macht das in meinem Zimmer? Und das sind doch Knoblauchzehen. Also, die haben hier wirklich gar nichts zu suchen. Und wenn hier wirklich ein Einbrecher war und mich gefesselt hat, warum sollte der uns Knoblauchzehen hinlegen? Und Moment mal, also, es würde uns doch kein Einbrecher Geld hinlegen. Das muss irgendwas anderes sein. Aber was soll das? Warum mache ich denn auf und habe Handschellen dran? Das sind 2 Euro. Was soll das denn hier? Warum liegt denn hier 2 Euro, Papas Pfanne, Knoblauch? Und da liegt eine Krone. Die ist, glaube ich, von Karneval von uns, von letztens. Na, ganz ehrlich, Pia, was soll das? Wer war das? War das vielleicht Julian? Oh, jetzt klingelt mein Handy. Vielleicht ist Julian da dran oder wer auch immer. Wer war das wohl? Ja, hallo? Wer ist da dran? Hier ist Hanna Vogel. Oh, das habe ich mir doch fast gedacht. Julian, wo bist du? Und was soll das alles? Warum habe ich Handschellen dran? Das ist nicht lustig. Wie, das ist ein Rätsel? Ein Prank? Ein Entkommen? Oh, kann man mich vielleicht auch mal vorher fragen, bevor man sowas mit mir macht? Ich soll jetzt hier entkommen. Es ist ein Rätsel. Irgendwie, was steckt dahinter, hinter diesen ganzen Gegenständen? Und ich muss mir ausdenken, was das ist. Also, dann schaue ich nochmal genau. Hanna Vogel, die Detektivin, ist wieder gefragt. Wir haben Geld. Wir haben eine Pfanne mit Papas Spiegeleiern. Die finde ich echt eklig. Wir haben Knoblauch. Finde ich auch richtig blöd. Fisch. Na gut, zum Glück ist es kein echter Fisch, aber Fisch esse ich nicht so gerne. Und dann haben wir da noch eine Krone. Komisch. Also Julian hat irgendwie gesagt, ich soll einen Satz daraus zusammensetzen oder so. Eier, Fisch, keine Ahnung. Vielleicht Knoblauchgeld. Ja, kennt ja jeder dieses Wort. Nein, kennt nicht jeder. Was soll das? Und vor allem finde ich ganz komisch, dass hier eine Krone ist. Was hat denn die Krone mit dieser ganzen Sache auf sich? Also, mich hat keiner gefragt, ob ich so ein blödes Rätsel lösen möchte. Nein, ich möchte das nicht lösen. Ich werde jetzt Julian nochmal anrufen. Nee, ich werde ihn nicht anrufen. Er wohnt schließlich hier im Haus. Ich gehe einfach rüber. Oh, und was ist das jetzt? Eine Absperrung. Eine Absperrung vor meinem Zimmer. Oh, Mann, habe ich mich erschreckt. Was machst du denn hier? Ups. Hi, Hanna. Also, eigentlich solltest du mich noch nicht sehen. Ich sollte eigentlich abwarten, bis du das Rätsel gelöst hast. Och, Sarah, du steckst mit Julian unter einer Decke. Das hätte ich nicht gedacht. Wir Mädchen müssen noch zusammenhalten. Ja, tut mir leid, Hanna, aber, na gut, ich kann dir einen Tipp geben. Es hat was mit euren Verwandten zu tun. Du weißt schon. Oh, ernsthaft jetzt? Ja, gut, ich mach da mit. Wenn es darum geht, dieses Rätsel zu lösen und dann werden die Handschellen wieder abgemacht. Ja, gut. Also, Fisch? Blöd. Spiegeleier? Blöd. Knoblauch? Doppelt blöd. Und was soll das alles mit unseren Verwandten zu tun haben? Vor allem, welche Verwandten? Ah, eine Krone. Also, die sind zwar nicht adlig, aber die kommen sich so vor. Es geht bestimmt um Familie Schnösel. Meine Tante Maren und ihre Familie. Blöd, blöd. Ja, das passt. Tja, dann werde ich Julian jetzt einfach anrufen, wenn ich hier aus meinem Zimmer nicht rauskomme und ihm das Lösungswort oder den Lösungssatz sagen. Familie Schnösel ist blöd. Was anderes kann ich mir dabei nicht vorstellen. Geht er nicht dran? Stopp, stopp. Hanna, du brauchst Julian nicht anrufen. Also, was hast du gerade gesagt? Das Lösungswort ist Familie Schnösel ist blöd. Das ist richtig. Dann darf ich dich jetzt hier rauslassen. Also, das sind alles Anweisungen von Julian. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Okay, Sarah, wo ist denn jetzt der Schlüssel? Kannst du mir jetzt bitte die Handschellen abnehmen? Nee, also, das geht nicht. Es kommen noch ein paar weitere Rätsel. Komm bitte mit mir mit. Oh Mann, und das alles am frühen Morgen, als hätte ich nichts Besseres zu tun. Ich wollte mich verabreden oder vielleicht ein paar Videos gucken oder sonst irgendwas machen. Hunger habe ich auch, was soll das? Na warte, Julian, wo bist du? Julian! Nee, Julian ist hier nicht. Hier wartet das nächste Rätsel auf dich. Also, Julian hat hier ein paar Sachen zusammengelegt. Sein Tablet, ein Eis und diesen Drachen von euch. Und ich gebe dir wieder einen Tipp. Also, diesmal geht's um Julian. Das Tablet steht für Julian, weil er das ja ständig benutzt. Also, Tablet Julian und dann? Ja, was und dann? Julian, Eis, Drache, keine Ahnung. Ja, Hanna, welche Eigenschaften haben denn ein Drache und ein Eis? Also, Julian ist... Keine Ahnung, Julian ist... Ein Drache ist vielleicht stark und ein Eis kalt. Kalt und stark oder so? Ja, super, also stark ist richtig und kalt jetzt auf Englisch? Das ist doch jetzt echt nicht sein Ernst. Das Lösungswort ist, Julian ist cool und stark? Leute, das ist mir echt alles zu blöd.
Ich möchte jetzt einfach diese blöden Handschellen loswerden. So ein komisches Rätsel. Das erste Lösungswort Familie Schnösel ist blöd. Das zweite Wort ist Julian ist cool und stark. Was kommt denn jetzt noch? Ja, du hast es ganz richtig erkannt. Es kommt noch mehr. Komm bitte mit nach unten. Also, Hanna, mir nach. Da unten warten noch ein paar Rätsel auf dich. Ich koche vor Wut. Ich bin gerade gar nicht cool. Ich bin gerade ziemlich wütend. Was soll das denn alles? Naja, also auch hier hat Julian ein paar Sachen zusammengesammelt. Und Hanna, tut mir leid, also das war wirklich Julian. Diesmal ist es nämlich ein Satz über dich, deswegen deine Schuhe. Na gut, ich mach da noch weiter mit. Alles klar, also das nächste Rätsel. Hanna, also Hannas Schuhe, Hanna ist... Ernsthaft? Das ist meine Zahnbürste, was macht die denn hier auf dem Boden? Oh, ekelig. So, die Zahnbürste kommt an die Seite und Hanna putzt vielleicht oder irgendwie sowas? Ja, und jetzt guck mal, hier ist Katzenfutter und das stinkt ein bisschen, oder? Hanna putzt, stinkt? Keine Ahnung. Ist das Lösungswort jetzt wirklich? Hanna muss sich putzen oder waschen, weil sie stinkt? Ja, super, Hanna, gut gemacht. Ja, richtig. Super, richtig? Das finde ich überhaupt nicht witzig. Ich stinke nicht. Warum erzählt Julian sowas? Und das ist das Lösungssatz? Quatsch! Naja, Hanna, ärger dich nicht. Es geht direkt weiter. Mir nach. Ich könnte mich aber ärgern. Also erstmal das mit Familie Schnösel, okay, das war ja doch ganz witzig. Mit Julian auch, aber das über mich, das finde ich echt fies. Naja, also weil du die ersten drei Rätsel richtig gelöst hast, kommt jetzt Rätsel Nummer 4. Oh, Sarah, wie viele Rätsel kommen denn noch? Etwa 10? Mir reicht's, ich habe jetzt auch Hunger. Naja, diesmal ist es nicht ein richtiges Rätsel. Also, es gibt hier einmal einen 500-Euro-Schein oder eine Box, eine Mystery-Box. Du musst dich entscheiden. Wo sollte Julian bitte schön 500 Euro her haben? Der Schein ist sowieso nicht echt. Natürlich schaue ich in die Box rein. Okay, Box, dann schaue ich mal, was ist da drin? Ein Burger. Yeah, lecker. Okay, also, jetzt hast du auch was zu essen. Jetzt hast du endlich was zum Frühstücken. Naja, also, ich hätte mich vielleicht für das Geld entschieden. Naja, ein Burger zum Frühstück ist nicht ganz mein Ding, aber naja, immerhin. Und jetzt brauche ich erstmal eine Pause. Gerade ausgeschlafen und schon so ein anstrengendes Rätsel von Julian. Hanna, ich will ja nicht drängen, aber also auch ich habe heute noch was anderes vor. Es wäre mir ganz lieb, wenn du jetzt weitermachen würdest. Sarah, ich kann aber nicht mehr und ich bin jetzt auch vollgefuttert. Komm schon, Hanna, ich soll es dir eigentlich nicht verraten, aber das ist jetzt die letzte Aufgabe. Es gibt nur 5. Oh, letzte Aufgabe. Das klingt gut. Übrigens, die 4. Aufgabe war meine Lieblingsaufgabe. Ja, los, komm schon, Hanna, komm hier rüber. Und was hier auf dich wartet, das wird dir auch wirklich gut gefallen. Wirklich gut gefallen? Also wirklich gut gefallen? Tut mir das hier alles nicht. Und jetzt muss ich doch nochmal schauen nach diesem Geldschein. War der echt? Woher sollte Julian einen 500-Euro-Schein haben? Der sieht schon ein bisschen komisch aus. Ja, sieht doch jeder. Der ist irgendwie aus Papier selbst gemacht oder so. Vielleicht hat Julian den ausgedruckt. Ja, Hanna, also den haben wir ausgedruckt bei meinen Eltern im Büro. Und naja, ich hätte mich wahrscheinlich für Geld entschieden, weil ich finde, das sieht echt aus. Aber naja, du hast dich ja für den Burger entschieden. Dann kommen wir zur letzten Aufgabe. Du musst hier im Wohnzimmer den Schlüssel suchen und dann darf ich dich endlich befreien. Das klingt doch wohl gut. Endlich werde ich befreit. Na, wo könnte der Schlüssel denn sein? Vielleicht hier hinter der Zeitschrift. Die liegt hier ganz schön verdächtig. Nee, da war er nicht. Vielleicht hinter den Kissen hier. Nein, da ist der Schlüssel auch nicht. Im Fernsehschrank? Nee, in der Tür nicht. In der Schublade auch nicht. Unter dem kleinen Fernsehschränkchen hier? Haha, hab dich. Ich sehe den Schlüssel. Hier drunter ist der Schlüssel, Sarah. Oh, hoffentlich komme ich da jetzt dran mit meinen gefesselten Armen. Yes, ich hab den Schlüssel. Und jetzt befreie mich bitte endlich, Sarah. Und gibt's jetzt eigentlich auch was zu gewinnen, weil ich alle Rätsel gelöst habe? Also, ich werde dich gerne befreien und dann sage ich dir auch, was der Gewinn ist. Hat Julian sich ausgedacht. Ich bin wieder frei, endlich frei. Juhu. Ja, komm, sag schon. Gibt's hier wenigstens jetzt was Gutes? Vielleicht einen echten Geldschein oder vielleicht ein Tablet oder vielleicht sonst irgendwas Tolles, was Tolles zu essen? Ist mir ja schon jetzt ein bisschen peinlich. Nein, es gibt nichts richtig Tolles zu gewinnen. Der Gewinn ist, Julian wartet auf dem Spielplatz und wenn du alles löst, darfst du mit uns mitspielen. Bitte was? Der Gewinn ist, dass ich mit euch mitspielen darf? Julian kann froh sein, wenn ich mit ihm spiele. Ich will doch gar nicht mit ihm spielen. Ich will mich mit meinen Freunden verabreden.
Naja, ich schuldete Julian auf jeden Fall noch einen Gefallen und deswegen musste ich das Ganze hier mit dir machen. Ich werde jetzt sofort wieder zum Spielplatz gehen. Entweder kommst du mit oder eben nicht. Oh Mann, Leute, mein kleiner Bruder ist so verrückt. Was soll das? So ein... Na gut, ich muss zugeben, es war schon irgendwie auch cool. Ein richtiges Rätsel und irgendwie auch ein bisschen entkommen. Naja, und vielleicht auf dem Spielplatz, vielleicht sind da ja Freunde von mir. Na gut, ich komme mit. Warte auf mich, Sarah. Was ist das denn? Oh, ich möchte das auch nicht gucken. Das ist voll langweilig. Oh nee, das ist voll langweilig. Ding Dong Live. Sei doch mal leise. Was ist das denn? Och Mann, das klingt schrecklich, Hannah. Können wir... Ja, wir wollen umschalten. Nein, lass das an. Danach kommt auch meine Lieblingsserie. Oh Mann, ich möchte viel lieber Cartoons gucken. Ja, genau. Cartoons, es kommen jetzt keine Cartoons. Ja, doch, es gibt Cartoons, aber du machst sie nicht an. Also ich will auf jeden Fall auch Cartoons gucken. Cartoons. Ihr seid unfair. Ich soll auf euch aufpassen, deswegen darf ich auch bestimmen. Oh nein. Nein, wer hat das denn gesagt? Also normalerweise finde ich Abstimmungen ja nicht so toll, weil meistens gegen mich gestimmt wird. Aber heute finde ich sie gut. Warum? Weil wir 2-1 sind. Also Emma ist auch für Cartoons, ja, ich auch. Ja, Cartoons. Und das heißt, dass wir Cartoons gucken jetzt. Ja, schalt um. Wir gucken jetzt Cartoons. Genau. Oh, Emma, Julian, ihr seid so unfair. Ich wollte das so gerne sehen. Aber dann guckt es doch. Ich gehe da nach oben und gucke meine eigenen Sachen am Laptop. Sehr gut. Benehmt euch gut, bis Mama und Papa wiederkommen. Immer soll ich auf Julian und Emma aufpassen und die sind so nervig, die sind nicht auszuhalten. Ja, yes! Endlich ist Hannah weg. Ja, endlich. Das ist so gut gerade. Emma, weißt du, was wir jetzt machen? Ich habe eine super Idee. Ja, Cartoons gucken, ist doch klar. Nein, ich habe eine viel, viel bessere Idee, viel besser als Cartoons. Wart's bloß ab, Emma, das wird viel besser als Cartoons, glaub mir, viel, viel besser. Du, Emma, weißt du, was wir jetzt machen werden? Ich weiß... Telefonieren? Ja, eigentlich schon, ja. Ich weiß jetzt, wie man telefoniert, also ich weiß, wie man jetzt jemanden anwählt und so. Und da habe ich was ganz, ganz Cooles vor mit dir. Ja? Wir könnten Mama und Papa anrufen. Nein, warum willst du denn jetzt fragen, ob die uns was mitbringen? Nein, warum willst du denn jetzt? Nein, warum willst du denn jetzt Mama und Papa anrufen? Die sind doch weg. Sei doch jetzt mal kurz froh. Wir werden jetzt irgendjemanden anrufen und einen Telefonstreich spielen. Ja, einen Telefonprank. Den veräppeln wir dann am Telefon. Oh, cool. Das komm wird mal mit, lustig. Komm mal mit. Ich weiß schon, wen wir vielleicht anrufen. Dafür brauchen wir ganz dringend die Nummer vom Pizzablitz, von dieser Pizzeria, wo wir auch letztes Mal waren. Das müsste eigentlich hier in dieser Schublade drin sein. Yes, da ist es, das Buch von Mama, das Notizbuch oder auch Telefonbuch oder auch Rezeptebuch, keine Ahnung. Emma, weißt du was, ruf du mal am besten an. Nein. Also ich nehme die Nummer und du kannst dann ja reden, wenn du willst. Ich kann nicht so gut telefonieren. Ja, okay, dann muss ich das machen, dann muss ich auch meine Stimme ein bisschen verstellen. Aber Emma, du darfst nicht lachen, wenn man das hört, dann merken die das in der ich Pizzeria. Ich sag auch nichts. Okay, gut. Hallo? Hallo? Hallo, hier ist die Regina Schneider. Ich möchte bitte 7 Riesenpizzen bestellen bei Ihnen. Die größten Pizzen, die Sie haben. Sie wollen 7 Riesenpizzen? Haben Sie eine Party? Ja, und sehr hungrige Kinder, deswegen. Das bitte einmal in die Amselstraße 7a. Dankeschön. Also Amselstraße 7a, 7 Riesenpizzen, was soll da drauf? Alles, was Sie haben in der Pizzeria. Danke. Okay, das wird so eine Stunde dauern. Kein Problem. Er hat's mir geglaubt. Das wird echt witzig. Und das geht ja dann an unsere Nachbarn immer, ne? Die werden sich wundern. Das war lustig. Lass nochmal anrufen. Aber wir müssen jetzt erstmal abwarten. Emma, ich hab schon Bauchschmerzen vom ganzen Lachen. Oh, Regina Schneider, dass er mir das geglaubt hat. Der von der Pizzeria hat aber gesagt, das dauert eine Stunde. Eine Stunde? Mhm. Und was machen wir dann? Vielleicht warten wir am Fenster einfach. Dann können wir den Lieferwagen sehen, also dieses Pizzataxi. Julian, ist eine Stunde schon rum? Kommt Nein, der gleich? Warte mal 2 Minuten. Oh, wann kommt der denn? Die müssen viele Riesenpizzen machen. Das wird wahrscheinlich sogar noch länger als eine Stunde dauern. Okay, das wird wirklich lange dauern. Emma, sollen wir deine Cartoons schauen oder unsere Cartoons? Ja, Cartoons. Julian, mach doch endlich die Cartoons ja, an. Ja, will ich ja, aber wo ist denn die Fernbedienung? Oh ich finde die Fernbedienung nicht, Emma. Gucken. Oh nein, du müsst das jetzt wirklich gucken. Oh nein, das ist schrecklich. Oh, meine Ohren. So, das ist jetzt die letzte der 7 Riesenpizzen. Frau Vogel klang irgendwie heute ganz komisch am Telefon. Ich habe ja sofort ihre Nummer erkannt. Ach, da werden sich die netten Kinder von Frau Vogel auf jeden Fall freuen. Ich habe die besten Pizzen überhaupt gemacht, mit den besten Belägen drauf. Mit Käse, mit Schinken, das wird lecker.
Emma, ich glaube, eine Stunde ist rum. Willst du nicht mal gucken, ob das Pizzataxi schon da ist? Okay, ich gucke und da ist jemand, der steigt aus dem Auto aus. Ja, sehr gut, sehr gut. Mit ganz vielen Pizzen, so ganz vielen Kartons. Das wird so witzig. Und die kann er kaum tragen, weil das so viel ist. Aber der geht gar nicht zu Regina rüber. Wohin denn? Julian, der kommt zu uns. Was? Das ist... Emma, hör auf mit den Späßen. Veräppel mich nicht. Nein, der kommt wirklich. Nein, das glaube ich dir nicht. Nein, das kann gar nicht sein. Ich habe doch gesagt, Regina Schneider. Amselstraße 7a und das ist hier 7b bei uns. Oh, nein, das kann nicht sein. Der kommt wirklich zu unserer Tür. Ja, und gleich klingelt er auch. Oh, Mann. Oh. Was machen wir jetzt? Das hört sich nicht gut an. Also wir dürfen auf keinen Fall zur Tür. Wir müssen uns irgendwie verstecken oder so. Keine Ahnung. Uns darf keiner sehen. Es hat doch gerade geklingelt. Aber Mama und Papa haben doch eigentlich einen Schlüssel dabei. Wer ist das wohl? Na du, das ist ja Mario von Marios Pizzablitz. Hallo, Familie Vogel, die 7 Pizzen sind da. Ich frag mal Julian, was das ist. Also wir haben noch gar nichts bestellt. Wenn Julian jetzt wirklich Pizza bestellt hat, wir haben noch gar kein Geld da. In meiner Spardose ist nur noch ganz wenig. Und also was sollen wir mit 7 Pizzen? Oh, Emma. Hanna kommt. Sie hat uns gesehen. Julian. Oh nein, und ich... Oh nein. Oh, Emma, ich muss ehrlich gestehen, ich habe ein bisschen Angst. Ich auch. Dieser Streich ging voll nach hinten los. Hätten wir das lieber nicht gemacht. Oh Mann, das wird mir bestimmt vom Taschengeld der nächsten 10 Jahre abgezogen. Diese Pizzen hier. Oh Mann. Können wir die Pizza jetzt essen? Ich liebe Pizza. Was machen wir denn jetzt? Gibt's jetzt die Pizza? Dieser Telefonstreich ging voll nach hinten los. Ja. Und wir haben voll Ärger bekommen. Oh nein. Was sollen wir nur machen? Ich habe keine Ahnung. Und was sagen wir Hanna bloß? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir müssen ihr die Wahrheit sagen. Julian, an der Tür ist Mario von Marios Pizzablitz und der hat 7 Pizzen dabei. Aha, okay. Weißt du, warum? Hast du etwa Pizza bestellt? Vielleicht, ja. Also ich war das nicht. Hanna, ganz kurz. Also ja, ich habe die Pizzen bestellt. Es sollte aber ein Telefonstreich werden. Normalerweise sollten diese Pizzen an Regina gehen, an unsere Nachbarin. Die Nachbarin. Ich hab auch extra meine Stimme verstellt. So, hallo, hier ist Regina Schneider. Aber trotzdem wusste er, irgendwie hat er... Ja, keine Ahnung, wie das geht. Keine Ahnung. Julian, das könnt ihr doch nicht machen. Jetzt haben wir doch gar nicht so viel Geld und 7 Pizzen. Mama und Papa werden so sauer sein. Und bestimmt sind sie sauer auf mich. Nein, das... Weil ich sollte doch auf euch aufpassen. Ja, oh Mann. Ach, die Pizzen werden schon kalt. Und die Kinder machen mir einfach nicht die Tür auf. Wo sind denn die Eltern? Ich klingel einfach nochmal. Martin, schau mal da vorne. Hey, ist das nicht Mario? Ja, der hat ganz viele Pizzen dabei. Was ist denn da los? Der wird sich wahrscheinlich in der Tür geirrt haben. Hey Mario! Komisch. Du Martin, ich geh mal kurz. Ich steig mal kurz aus und klär das mal. Hallo, kann ich Ihnen weiterhelfen? Ah, Frau Vogel, da sind Sie ja endlich. Hier sind die 7 Pizzen, die Sie bestellt haben. 7 Pizzen? Ja, die Familienpizzen. 7 große Pizzen. Ich dachte, Sie haben heute eine Party. Party? Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Also wir haben, glaube ich, gar keine Pizza bestellt. Sie haben doch vorhin angerufen, Frau Vogel. Ich habe doch mit Ihnen gesprochen. Vielleicht war das ja mein Mann. Ich frage mal kurz nach. Claudia, also du hast mich überrascht, oder? Nein, ich habe jetzt auch voll Hunger auf Pizza. Hast du die bestellt, Martin? Du hast sie nicht bestellt? Nein, ich habe sie natürlich nicht bestellt. Ich dachte, das wäre jetzt eine Überraschung oder so. Mario, das tut uns leid. Wir haben die Pizza nicht bestellt. Hä? Also ich frage mal eben kurz die Kinder. Julian, Hanna, Emma, kommt mal runter. Mama, Papa sind da und auch... Die Pizza, Oh! Hallo Mama! Hi Mama! Hallo ihr drei! Ihr seid ja schon Hallo, da! Mario! Oh, Mario ist ja da, hier vom Pizzablitz. Sag mal, Hanna, hast du Pizza bestellt? Nein. Ich habe keine Pizza bestellt, das war Julian. Julian? Was soll das? Warum hast du das gemacht? Ja, Hanna, warum machst du das? Warum verpetzt du mich denn jetzt? Oh Mann, Mama, wie soll ich das sagen? Und zwar, ihr wart ja den ganzen Tag unterwegs, ne Mama? Den ganzen Tag. Und ihr seid bestimmt ganz, ganz müde und habt viel Hunger. Da hast du recht, und da wollte ich euch einfach nur überraschen. Ja, ich wollte euch überraschen mit den Pizzen hier. Ja, genau das wollte ich machen. Und was sagst du? Bitte nicht schimpfen. Julian, ich finde das ja ganz nett und lieb von dir, dass du auch so mitdenkst. Aber eigentlich darfst du ja auch gar keinen Kauf abschließen. Du kannst doch nicht einfach bei der Pizzeria anrufen. Ja, du hast doch auch gar kein Geld, um das zu bezahlen. Ja, stimmt. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Och Mann, ich bin manchmal so ein Dummerchen. Über sowas hätte ich natürlich nachdenken müssen, Mama. Na gut, Mario, bevor Sie jetzt hier die ganze Zeit noch warten, wie viel schulde ich Ihnen denn eigentlich?
Ja, wir haben ja die 7 großen Riesenpizzen, aber weil Sie unsere Stammkunden sind, gibt es natürlich wie immer einen kleinen Rabatt. Ah, das ist nett. Deswegen sind es dann nur 122,50 Euro. Was, Mario? 122,50 Euro, habe ich richtig gehört? Und das mit einem Rabatt? Oh Mann, was ist denn da drauf? Ist da Gold auf der Pizza drauf oder was? Das sind die großen Familienpizzen. Oh, Julian, ja, ich zahle natürlich. Hier haben Sie Ihr Geld. Natürlich ist auch ein bisschen Trinkgeld dabei, wie man sonst auch immer bei Pizza Trinkgeld gibt. Gut. Papa, sorry, also ich wusste nicht, dass das so teuer ist. Also ich wollte nicht, dass du so viel Geld ausgibst. Ja, Julian, ist jetzt gegessen, ist gut. Oder wir essen jetzt die Pizza, besser gesagt. Naja, was können wir jetzt auch machen? Ja, einfach nur die Pizza essen, oder? Also ist ja eine Überraschung, also. Och Mann, wir haben mehr Pizza, als auf unseren Familien-Esstisch hier passt. Ist doch gut nochmal, dann können wir die nächsten Tage auch noch Pizza essen. 4 Stück sind hier, 3 haben wir noch übrig. Naja, trotzdem guten Appetit alle. Ich habe alles draufgepackt, was so ging, ne? Also, guten Appetit sage ich da nur. So viel leckere Pizza. Julian, wir sollten immer Telefonverarsche machen und bei Mario bei Pizzablitz anrufen und dann einen Streich spielen und sagen, wir sind Regina. Und dann kriegen wir ganz viel Pizza. Ich finde das so toll. Emma, ja. Warum, Emma? Telefonverarsche? Bei Mario anrufen und sagen, ihr seid Regina? Nein. Julian? Wer ist denn Regina, bitte? Das ist doch keine Überraschung hier, oder? Habt ihr schon wieder Mist gebaut? Ja, Mist gebaut. Oh, ich würde es nicht so nennen. Ich würde es eher nennen, Pizza bestellt. Aber nicht für uns, sondern für Frau Schneider, für Regina. Aber gut, guten Appetit trotzdem. Oh, ist das etwa eine Oma? Granny, die sieht aber irgendwie gruselig aus. Julian, kommst du dann? Wir sollen doch runterkommen. Ich habe auch keine Lust, aber los. Sehr, sehr witzig. Ganz bestimmt komme ich nicht nach unten. Als ob ich bei dieser Putzaktion wieder mitmache, wie jedes Jahr. Auf gar keinen Fall habe ich keine Lust. Kannst du Mama und Papa sagen? Oh, Julian, keiner hat Lust. Aber wenn alle mithelfen, geht's eben schneller. Das sagen Mama und Papa immer. So, Emma, mein Schatz, du kannst ja auch gerne einen Lappen aussuchen. Rot oder weiß? Naja, also ich kann diese Putzaktion ehrlich gesagt auch nicht ab. Aber es muss halt sein. Einmal im Jahr. Muss ich jetzt wirklich hochkommen? Hanna, Julian, wo bleibt ihr denn? Wir wollen doch gemeinsam sauber machen. Ja, Mama, ich komme ja schon und irgendwie will Julian nicht mitkommen. Julian, hast du gehört? Mama hat nochmal gerufen. Entweder du kommst jetzt sofort oder ich gehe vor. Eigentlich könnte ich mich doch hier unter meinem Bett verstecken, in der Pupszone. Also in der inoffiziellen Pupszone. Da kommen die doch sowieso nicht rein. Oh, oder nein, da rechnen die ja mit mir. Ich muss jetzt hier in den Schrank. Ja, da verstecke ich mich. Oh, Julian, ich bin schon wieder, aber denkst du jetzt wirklich, ich sehe dich nicht? Ja, man sieht dich. Deine leuchtend grüne Hose guckt da raus. Naja, ist ja gut. Ich hab's ja versucht. Ich komm schon. Ja, komm, wir machen das jetzt einfach alle und dann ist Mama zufrieden und Papa auch und dann können wir vielleicht gleich Cartoons gucken und Pizza essen. So, ihr beiden, hier darf sich jeder seine Aufgabe auch gerne aussuchen, ne? Ich werde ein bisschen fegen. Naja, ich schnapp mir mal den Lappen. Ein bisschen putzen geht ja immer. Und was machst du eigentlich, Papa? Julian, ich räume hier die Spülmaschine aus. Also bitte, denkst du wirklich, ich würde nichts machen? So faul bin ich jetzt auch nicht. Also manchmal macht's dann doch auch ein bisschen Spaß. Also alles mit dem Handfeger hier zusammenfegen. Wow, hier ist aber mächtig viel Staub an der Treppe. Naja, ich kümmere mich drum. Oh, und hier habe ich auch ein neues, tolles Versteck gefunden. Wenn's mal brenzlig wird. Och, Julian, denkst du jetzt etwa, du wärst unsichtbar? Komm, alle helfen mit und du versteckst dich? Oh, das wär's doch. Wenn ich unsichtbar wäre, dann müsste ich hier nicht mithelfen. Und ich könnte andere Sachen machen. So, jetzt kommt einfach der Zauberumhang hier über mich und dann kann mich keiner mehr sehen. Ja, mich kann keiner sehen und ich kann hier Unfug treiben, wie ich will. So, noch die untere Stufe und dann habe ich alles richtig schön sauber gemacht. Oh Mann, was ist das denn? Da liegt ja plötzlich wieder Dreck. Das habe ich doch gerade weggemacht, oder? So, unten habe ich, glaube ich, schon genug geputzt. Jetzt geht's weiter mit meinem Zimmer. Das darf natürlich auch nicht fehlen. So, ich bin jetzt hinter Emma und die wird einen richtigen Schreck bekommen, weil sie kann mich ja nicht sehen. So, Puppe, dich setze ich hier. Du musst ein bisschen Platz machen. Und du, kleiner Teddy, du kommst jetzt hier ins Puppenbett. Da kannst du schlafen. Ich habe eine super Idee. Ich werde die Puppen hier einfach austauschen. So, die gelbe Puppe kommt weg und die pinke Puppe kommt ins Schloss. Wie von Geisterhand. Wie kommst du denn da hin? Du warst doch eben gerade auch woanders. Bist du von allein dahin gelaufen? Oh Mann, unsichtbar zu sein ist ja sowas von genial. Man kann ja die besten Streiche spielen und die Leute kriegen einen richtigen Schock. Ach, hallo Emma. Na, alles klar? Oder ist irgendwas Komisches passiert? Julian, du glaubst nicht, was passiert ist. Julian, hier die rote Puppe. Die hat sich bewegt. Da war vorher die gelbe. Ich glaube, hier haben wir einen Geist oder so. Hier Spuk.
Oh, Emma, ja, da hast du wahrscheinlich recht. Wahrscheinlich sind hier wieder Geister oder Monster bei uns unterwegs. Auf jeden Fall. So, ich glaube, ich gehe mal wieder runter. Oh Mann, da hätte ich fast meinen Zauberlappen vergessen. Dieses Ding darf ich auf gar keinen Fall verlieren. Das ist jetzt lebenswichtig für mich. Schnell wieder auf meinen Kopf und dann bin ich unsichtbar. Also was für einen Streich könnte ich denn jetzt eigentlich spielen? Also Emma und Hannah hatte ich ja schon. Vielleicht bei Mama jetzt was. Also das ist wirklich kaum zu glauben. Ich glaube, ich habe schon Chipskrümel von den letzten 2 Jahren hier aus dem Sofa rausgeholt. Wie viel Dreck sich immer ansammelt. Boah, habe ich mich erschrocken. Wieso ist denn auf einmal der Fernseher an? Der war doch eben gerade noch aus. Wer hat ihn denn angemacht? Hier ist gar keiner. Vielleicht ein Stromausfall? Nee, kann ja nicht sein. Ich habe ja gerade auch gestaubsaugt. Martin, kurze Frage. Hast du gerade den Fernseher angemacht? Oh Mann. Also Claudia, was denkst du denn von mir? Nein, ich arbeite. Ich gieße gerade hier die Blumen. Also, ich gucke keinen Fernsehen. So faul bin ich nicht. Also, warum denkt ihr das alle von mir? Hannah, warst du das etwa? Nein, Mama, aber mir ist auch schon sowas Komisches passiert. Ich habe garantiert sauber gemacht und dann war es wieder dreckig. Also, das mit dem Fernseher ist wirklich komisch. Aber naja, dann hast du wohl nicht ordentlich sauber gemacht. Ich werde mich jetzt hier um den Teppich kümmern. Die werde ich schön absaugen. So, jetzt kommt der nächste Streich für Mama. Ja, wo kommt denn auf einmal die Gabel her? Hä? Eine Gabel hier mitten auf dem Teppich? Aber wir haben noch gar nichts gegessen und die lag doch da eben gerade auch nicht, oder? War die vielleicht unterm Teppich? So, und jetzt ist Papa dran. Der kriegt eine schöne Wasserpfütze hier in der Küche. Oh Gott, nein, also habe ich hier die Gießkanne irgendwie falsch hingestellt oder so? Das ist ja alles hier voller Wasser, eine tolle Pfütze. Oh, das kann doch jetzt bitte nicht sein. Da will ich alles schön und ordentlich machen und dann sowas. Oh, tolles Malheur. Martin, wie ist das denn passiert? Warum wirfst du denn die Gießkanne um? Ihr glaubt nicht, was mir passiert ist, Leute. Was macht denn mein Haarband hier? Das hatte ich doch eigentlich oben im Badezimmer in der Schublade. Emma, hast du das da hingelegt? Nein, aber so was ist mir auch passiert? Ich komme doch von oben, Hannah. Wie soll ich das gewesen sein? Vielleicht war das ja meine Puppe. Mama, Papa, hier passieren echt komische Sachen. Ja, aber Mama, sowas von stimmt ja was nicht. Hier passieren echt komische Sachen. Vielleicht spuckt's hier. Moment mal, Leute. Wieso haben wir eigentlich nur diese Probleme? Und wo steckt eigentlich Julian? Du hast recht, Mama. Das sind typische Julian-Streiche. Wo ist der denn? Haha, hier bin ich und keiner hat mich gesehen und was gemerkt. Und jetzt regen sich alle auf. Oh Mann, hat das sowas von gut geklappt. Also ganz ehrlich, das kann doch wieder nur typisch Julian heißen hier, oder? Oh, klasse, da war ich nur kurz unsichtbar und jetzt bin ich wieder da und alle denken, ich war das. Warum denn immer typisch Julian? Das kann doch gar nicht sein. Oh, Hannah, unser Plan ist sowas von perfekt. Wir werden ihn auf jeden Fall pranken. Das wird funktionieren. Ja, und wer sind da die Prankmaster? Wir sind die Prankmaster. Oh, perfekt. Und Julian ist auch immer noch am Schlafen. Dann mach mal schnell weiter mit den Buchstaben, Emma. Ist das hier ein B? Ich kann auch noch nicht lesen. Nein, nein, Emma, das ist schon perfekt. Genau das ist das B. Was ist das denn hier? Buchstaben? Wer hat die denn da hingelegt? Ich höre da oben Hannah und Emma. Ach, das ist ja wirklich nett von Hannah. Ich glaube, Emma wird jetzt das Lesen beigebracht. Und das auch schon am frühen Morgen. Ich werde jetzt erstmal Frühstück machen. Oh, wir haben echt Glück, dass Julian immer noch schläft. Wir sind jetzt fast fertig. Also die Buchstaben sind alle verteilt. Oh ja, perfekt. Die ganze Treppe runter bis hier vorne zum Pool. Alles klar, dann weißt du, was jetzt zu tun ist. Wir haben ja alles besprochen. Ja. Ich glaube, so langsam sollte ich aufstehen und... was ist denn hier los? Warum kann ich mich nicht bewegen, ey? Was ist das denn? Ich glaube, ich habe eine Spinne, oder? Nein, 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 ich wurde gefesselt von dem Dieb. Ich glaube, hier wurde eingebrochen bei uns in der Luxusvilla. Hilfe! Oh, das war Julian. Das war Julian. Oh nein, also anscheinend ist er wach geworden. Dann müssen wir uns jetzt richtig beeilen. Los. Oh nein, oh nein, oh nein, was mache ich denn jetzt? Oh, ich hoffe, den anderen geht's gut. Das klingt wohl so, als wenn Julian aufgewacht wäre. Oh, kaum ist er wach, schreit er hier schon rum. Ja, ich wäre aber nicht Julian Vogel, wenn ich mich nicht irgendwie befreien könnte. Und das schaffe ich. Tada, die erste Hand ist schon frei. Aber was ist das? Also, irgendwie ist das schon komisch. Was ist das für ein pinkes Seil? Also, gehört das nicht Hannah oder so? Komisch. Ha! Ich hab's geschafft! Ich bin ein richtiger Künstler. Ich könnte so als Zauberer auftreten oder so im Fernsehen. Hey, Emma, alles in Ordnung bei dir oder wurdest du auch gefesselt, Emma? Also, bei Emma sieht's eigentlich aus wie immer. Irgendwie komisch. Ich meine, wenn hier Diebe drin gewesen wären, dann wäre das doch viel chaotischer. Ich glaube, ich gehe mal... warte mal. Das war doch eben... War das eben auch schon da? Was liegt denn hier auf dem Boden? Oh cool, ich glaube, ich hab's verstanden. Das ist gar... Da waren hier keine Verbrecher bei uns, sondern ich glaube, das ist so ein Escape Room, ja. Aber was steht denn da? G-G-E-H, okay. Also ich glaube, ich muss auf diesen Stein bleiben. Ja, ja, wer weiß, was sonst passiert. Geh ins Freibad, ins Kino, wohin soll ich denn? Oh, ich sehe schon, den nächsten Buchstaben, ein B. Dann ein A und ein D. Oh, geh ins Bad, okay, ich muss ab ins Badezimmer, ganz schnell. Aber hier liegen noch weitere Buchstaben. Du? Oh, gerade noch geschafft. Alles vorbereitet. Das war ganz schön knapp. Jetzt müssen wir aber noch warten auf Julian. Du bist, ja, was wohl, cool oder nicht?
Ich sehe zwei O's und dann F. Das muss doch cool heißen. Ja, ja, am Ende muss noch ein L. Und wo ist der andere Buchstabe? Oh, Julian ist cool. Das wusste ich doch von Anfang an. Und ich bin der Beste hier in diesem Escape Room. Oh, ich glaube, das war Onkel Stefan, der das für mich vorbereitet hat. Oh, so könnte jeder Tag in den Sommerferien sein. Hast du das, Emma? Der ist total begeistert. Dabei wollten wir ihn noch mal richtig pranken. Ja, ich dachte eigentlich, der wird sich total ärgern und richtig wütend sein. Aber naja, wenn er gleich hier unten ankommt, ich glaube, dann wird er noch wütend. Dann werden wir ihn erst recht pranken. Oh, das ist ja aufregend. Das geht sogar weiter. Was steht da? G, E, H, also G. Oh, ich muss schon wieder irgendwo hingehen. Und dann gibt es wahrscheinlich den nächsten Hinweis. Oh, ist das cool, Onkel Stefan. Aber wohin denn? Also in R ist schon mal unter mir. A und U. Und ein S. Ach so, geh raus. Okay, auf die Terrasse oder wohin? Zum Pool? Oh, ich glaube, was draußen... Ich weiß, was draußen ist. Ein riesengroßer Freizeitpark. Nur für mich. Oh ja, ist das schön. Hey Julian, guten Morgen. Warum bist du denn so aktiv? Alles in Ordnung? Oh nein, jetzt kommt Mama auch noch in die Quere. Aber Julian, der muss jetzt zum Pool kommen, unbedingt. Aber was hier los ist, gar nichts, außer dass es gleich in den Freizeitpark geht. Ich frag am besten gar nicht erst nach. Mach du mal, Julian. Viel Spaß. Und dann schon wieder Augen? Was heißt das denn jetzt? Ach so, Augen zu. Jetzt kommt, glaube ich, die Überraschung. Ich muss meine Augen zumachen, alles klar. So, ich kann nichts sehen, versprochen. Onkel Stefan, du kannst ruhig rauskommen. Komm, Hanna, jetzt kommt der nächste Punkt von unserem Plan. Los! Okay, ich stehe jetzt hier. Meine Augen sind zu. Onkel Stefan, wo bist du denn? Bei drei schubsen wir ihn, Hanna, los. Eins, zwei, drei. Hey, was geht das? Was geht das? Wo ist Onkel Stefan? Haha, jetzt haben wir ihn wirklich gebrannt. Oh Mann. Ey! Oh Mann, er ist komplett verschleimt. Von oben bis unten. Igitt! Oh, was ist das denn? Ist das etwa Pudding oder Schokoladenschleim? Und das haben wir jetzt im ganzen Pool? Cool. Oh, ich sag euch, dieser Tag ist super. Hab ich heute Geburtstag oder wie? Oh Mann, es hat alles keinen Zweck. Julian freut sich schon wieder. Der ärgert sich überhaupt nicht. Das mit dem Prank hat wohl gar nicht funktioniert. Ich bin auch ein bisschen verwirrt. Ich dachte wenigstens, dass er sich darüber ärgert, über den Matschepool. Naja, im Gegenteil. Er hat sich nicht darüber geärgert, dass wir ihn gefesselt haben, dass wir ihm komische Nachrichten geschrieben haben und er ärgert sich nicht über den Matschepool. Oh, ich liebe diesen Pool. Kann man diesen Schleim denn essen? Kommt doch rein, los. Hey, ihr dürft ruhig. Okay, reinkommen? Eigentlich nicht. Julian, findest du den Pool überhaupt nicht eklig oder so? Oder unangenehm? Was soll denn hier bitte eklig sein? Das ist wie Schokoladenpudding. Besser geht's doch gar nicht. Also der Frühstückstisch ist jetzt gedeckt, aber irgendwie kommt keiner. Wo sind denn die Kinder? Hanna, Julian, Emma, alles in Ordnung? Wo seid ihr denn? Wir sind hier am Pool. Im Pool? Aber da ist doch gar kein Wasser drin. Was wollen die denn da drin? Nein, Wasser nicht, aber wir haben hier super coolen Schleim oder Pudding, was das auch ist. War das deine Idee? Och nee, typisch Julian, das warst du doch schon wieder, oder? Das gibt wirklich Ärger. Oh nein, ich habe damit gar nichts zu tun. Ich habe das jetzt erst entdeckt. Brauch mal lieber Hanna und Emma. Wie bitte? Ihr sollt das gewesen sein, Hanna und Emma? Warum habt ihr das gemacht und warum dann so ekliger brauner Schleim auch noch? Wie sollen wir sagen? Also ich glaube, heute ist mein zweiter Geburtstag. Ich habe ja einen anderen Tag, aber heute ist auch mein Geburtstag und ich glaube, das war mein Geschenk. Julian, heute ist nicht dein Geburtstag. Ich verstehe das gar nicht. Wie kommst du denn darauf und wo kommt dieser Schleim jetzt her? Also wir wollten Julian damit eigentlich überraschen, weil er ist unser Lieblingsbruder. Ganz genau. Genau, gute Idee. Und wir haben dir nichts davon gesagt, damit du es nicht Julian verrätst. Und wir sind alle total begeistert und springen jetzt alle in den Pool rein. Oh, ich finde den schon irgendwie nicht so toll. Hanna und Emma wollten Julian überraschen? Das finde ich ja äußerst komisch. Ich meine, das sollte kein fieser Prank oder so werden. Nein, gar nicht. Ich meine, wir wollten ihn überraschen und schau doch mal, wie er sich freut. Wow. Und was soll hier das Ganze auf dem Boden? Was steht da? Zu? Und da Augen zu. Ach so, Julian sollte die Augen zumachen, damit er sich mehr freut. Also ist das mit Überraschung doch richtig? Ach, eigentlich bin ich ja nicht davon begeistert, aber naja, was soll ich machen? Erstmal ein Auge zu drücken. Ich gehe in die Küche. Leute, ich bin jetzt da. Also die Nachtschicht, also die hat es echt in sich. Ich bin müde und will einfach nur ins Bett. Ach, Martin, gut, dass du da bist. Weißt du, was sich die Kinder schon wieder geleistet haben? Was denn? Hanna und Emma haben doch wirklich für Julian einen Schleimpool vorbereitet. Martin, stopp mal. Wo willst du denn jetzt hin? Gehst du jetzt direkt ins Bett? Oh, nein. Ich gehe ganz bestimmt nicht ins Bett. Ich weiß, wo ich hingehe. Und jetzt Platz da. Hier kommt Martin Vogel, der Papa. Genau das brauche ich. Ein schönes Bad hier im Schleimpool. Besser geht's doch gar nicht. Oh, super. Jetzt machen wir eine Schleimpool-Party mit all unseren Freunden. Super Ferientag heute.
Naja, das ist alles ein bisschen anders gelaufen, als wir dachten, aber eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, wir sollten auch unsere Freunde anrufen und hier hereinkommen. Schleimpool-Party! Puh, also heute bin ich endlich mal nicht zu spät. Die Lehrerin ist ja noch nicht da. Oh, aber jetzt ist gleich der Unterricht bei Frau Diva. Ich habe so keine Lust da drauf. Was, Frau Diva? Ich dachte, wir haben jetzt Mathe bei Frau Chillig. Oh nein, da müssen wir die ganze Zeit wieder irgendwelche Komplimente sagen und aufschreiben. Darauf habe ich keine Lust, deswegen bin ich nicht in der Schule. Oh, dabei kommt mir gerade ein Licht. Also ich hätte eine Idee. Ich hätte eine Idee, das rettet unseren Tag. So, ich schreibe jetzt einfach schon mal was an, damit sie gut gelaunt ist. Sowas wie Frau Diva kann gut schminken, ja. Und dann können wir endlich normalen Unterricht machen. Oh, das war eine klasse Idee von mir. Also manchmal frage ich mich, was kann ich als Klassensprecher machen? Und genau sowas. Endlich. Und Frau Diva wird endlich ruhig sein. Hoffentlich. Oh Mann, Julian, Frau Diva kann gut schminken. Die wird sich mega freuen. Aber Julian, dir ist schon klar, dass das eigentlich gelogen ist, weil die sieht immer total schrecklich aus, wie so ein Clown. Guten Morgen, Kinder, da bin ich. Oh, ich hoffe, sie wird gut reagieren. Ja, und wir können direkt mit dem Unterricht starten. Was lese ich da? Frau Diva kann gut schminken? Ja, das stimmt, ich kann gut schminken, sehr gut sogar. Also eigentlich kenne ich ja von euch sowas nicht, dass ihr mir so gute Komplimente macht, sehr schön. Trotzdem wollen wir das heute noch ein bisschen weiter üben. Ich habe hier einen Test für euch vorbereitet, da tragt ihr bitte 3 Komplimente für mich ein und das wird auch benotet. Und dafür habt ihr jetzt 20 Minuten Zeit, also 3 Komplimente an Frau Diva. Oh Mann, 3 Komplimente an Frau Diva, aber was soll ich denn da schreiben und wenn es dann eine schlechte Note drauf gibt, wenn ich nicht das richtige Kompliment mache? Oh toll, das hat ja gar nicht geklappt, das ist wohl nach hinten losgegangen und jetzt müssen wir hier einen Test schreiben und der wird benotet? Ich dachte, in der ersten Klasse wird nichts benotet bei uns. Oh Mann, endlich Pause, das war richtig blöd mit dem Test bei Frau Diva. Oh, also ich habe geschrieben, Frau Diva hat schöne Fingernägel, Frau Diva hat einen klasse Klamottengeschmack und Frau Diva hat die schönsten Haare der Welt. Hoffentlich gibt's eine gute Note da drauf. Also Leute, ich hätte da mal eine Frage. Habe ich da was falsch gemacht? Ich habe das einfach von der Tafel abgeschrieben und das 3-mal. Frau Diva kann gut schminken, Frau Diva kann gut schminken, oh, Frau Diva kann gut schminken. Oh, wisst ihr was, Leute, das reicht mir jetzt langsam. Also jetzt habe ich hier aber die Faxen dicke. Die kriegt jetzt so einen richtigen Prank von mir. Also, dass sie weiß, dass sie das nicht nochmal machen darf. Und ich wäre nicht Julian Vogel, wenn ich schon eine Idee hätte. Was hast du vor? Julian, wo ist denn hin? Hallo, Herr Chillig, es gibt hier einen Notfall. Es gibt einen Notfall. Ich muss mal telefonieren oder so. Julian, ist denn irgendwas passiert? Weil sonst kannst du hier nicht einfach so telefonieren, das weißt du schon. Chillig, das ist wirklich eine Ausnahme. Ich muss meine Mama anrufen. Wollen Sie etwa nicht, dass ich meine Mama anrufe und traurig bin den ganzen Tag und sie dann nerve? Ja gut, Julian, dann mach mal ruhig. Herr Chillig, können Sie bitte raus? Das ist privat. Das ist ein Telefongespräch. Jetzt werde ich von einem Erstklässler aus meinem Büro rausgeschickt. Ja, dieser Julian Vogel. Typisch. Mama, ja, der letztens bei uns war. Nein, das ist kein Spaß. Das ist ganz wichtig. Ja, doch, bitte, bitte. Oh yes, Mama sagt ihm Bescheid und wir können Frau Diva so einen richtig auswischen. Sag mal, Julian, wo warst du denn die ganze Pause? Was ist jetzt dein Plan? Sag schon, muss ich da irgendwas machen? Bitte nicht. Und wir haben heute auch noch eine Doppelstunde bei Frau Diva. Die kommt gleich wieder. Oh, bitte nicht noch einen Test. Also Frau Diva ist gleich bestimmt da, das wissen wir. Aber da kommt noch jemand anderes. So, Kinder, da bin ich wieder und ich glaube, ihr habt mich alle schon vermisst. Ja, verstehe ich. Ich bin so toll. Ja, gerade sind sie ganz toll. Und gleich wird sie total verrückt aussehen. Also gut, Kinder, dann machen wir mal mit dem Unterricht weiter. Also, eure Tests schaue ich mir später an. Hey, Guys. Also, bin ich hier richtig? Ich glaube schon, oder? Ach, seid ihr alle hübsch. Wer ist das denn? Was will der denn hier? Der Friseur war letztens bei uns zu Hause. Der macht ganz, ganz schreckliche Frisuren. Und wahrscheinlich jetzt bei Frau Diva auch. Also, Entschuldigung, Sie stören meinen Unterricht. Was machen Sie hier? Oh, wow, Girl, fabulous, fabulous. Du siehst so toll aus, aber ich hätte noch so viele Ideen. Oh, ich könnte aus dir ein richtiges Schmuckstück machen. Also, Sie finden mich hübsch und fabulous? What? Oh, ja, Girl, du bist wie eine Meerjungfrau. Du bist einfach nur hübsch. Setz dich. Überlass alles mir. Oh, Frau Diva kann gut schminken. Ja, das bist bestimmt du, oder? Oh, diese Schminke. Sag mal, wie hast du das denn gemacht? Wie lange hast du dafür gebraucht? 2-3 Stunden? Was ist denn da los? Warum genießt das jetzt Frau Diva auf einmal? Ich dachte, die kriegt mal die schreckliche Frisur und regt sich auf, aber anscheinend gefällt es ihr. Oh Girl, was sagst du zu dieser Hochsteckfrisur? Oh, fabulous. Eine Hochsteckfrisur? Also das trage ich normalerweise nicht. Schau mal. Ja, das bist du, Girl. Das bist du. Oh, das sieht richtig toll aus. Sie haben so viel Ahnung von Frisuren. I know. Und sie können so tolle Komplimente machen. Ich bin so begeistert. Probieren Sie gerne weitere Frisuren bei mir aus. Oh, wie wär's mit einer neuen Haarfarbe, Girl? Hä? Was hast du dazu? Oh Mann, was machen die da? Jetzt bekommt Frau Diva eine neue Frisur? Und was macht dieser Friseur hier? Also ich glaube nicht, dass ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber ich würde jetzt gerne mal Unterricht machen, aber das wird hier, glaube ich, nicht funktionieren mit denen.
Oh, also, liebe Schüler, ich finde das so toll von euch, dass ihr diesen Friseur für mich organisiert habt. Ihr wisst genau, was ich mag und das ist so lieb von euch. Und deswegen werde ich den Test auch einfach verschwinden lassen. Und ihr bekommt alle so eine gute Note von mir. Und ihr könnt jetzt auch rausgehen auf den Schulhof und spielen. Ich werde mich noch ein bisschen frisieren lassen. Leute, Leute, raus! Das dürfen wir uns nicht zweimal so sagen lassen. Los! Also, naja, gut, okay. Ich würde jetzt Unterricht machen oder Pause. Pause ist auch nicht schlecht. Oh, Girl, wo wollen die denn jetzt alle hin? Oh, ich dachte, ich hätte denen auch eine schöne Frisur verpassen können. Gerade bei diesem rothaarigen Jungen. Oh, da fällt mir so viel ein. Julian, Julian, ich glaube, der meint dich. Der will dir eine neue Frisur geben. Nein, nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Schnell weg, Steve. Ab in die Pause. Oh, voll cool, Pia, dass wir uns heute mal wieder verabredet haben. Die letzten Tage nach Schule, da war ja echt immer viel los. Ja, das stimmt. Du, Hanna, was ich dich noch fragen wollte, was war denn eigentlich denn los mit Ronja? Ach, weißt du was, Pia, das will ich einfach vergessen. Lass uns da gar nicht drüber sprechen, sonst bekomme ich nur wieder schlechte Laune. Hanna, ich dachte, wir sind beste Freundinnen, da kann man doch über alles reden. Und ich würde es echt gerne wissen, was da los ist. Ach ja, Pia, das ist wirklich lieb von dir, aber ich glaube, da ist jetzt Gras drüber gewachsen. Ich will da gar nicht mehr drüber sprechen. Na gut, Hanna, ich kann dich ja auch nicht zwingen. Vielleicht erzählst du es mir ja wann anders. Aber ich habe auch was Cooles dabei, um dich aufzumuntern. Hm, wo ist denn meine Tasche? Ach, da hinten habe ich sie hingestellt. Wart's mal ab, Hanna, das ist echt was richtig Cooles und total Leckeres. Oh Mann, jetzt bin ich aber echt gespannt. Was ist es denn, Pia? Sag schon. Es ist Kaugummi. Mit dem kann man richtig coole Blasen machen. Das ist so Spezielles. Es schmeckt nach wie dieses blaue Eis, Delfin. Möchtest du eins, Hanna? Ja, klar. Gib mal her. Das ist ganz schön groß. Jetzt wart mal ab, Hanna. Du musst es erstmal ein bisschen kauen. Dann wird's auch geschmeidig. Und dann musst du es mit der Zunge so platt drücken und dann pusten. Guck mal, Hanna. Wow, Pia, das ist ja eine riesengroße Kaugummiblase. Oh, das will ich auch auf jeden Fall ausprobieren. Also, kauen, platt drücken und... Oh, oh Mann, Hanna, ich hab das noch nie gesehen, wie jemand so eine riesige Kaugummiblase im Gesicht zerplatzt ist. Hast du gesehen, Pia? Jetzt habe ich's hingekriegt. Sah richtig gut aus. Nee, Hanna, habe ich leider nicht gesehen. Ich war so damit beschäftigt zu lachen, als dein Kaugummi geplatzt ist. Oh, was machen die denn da? Oh, Emma, ich sehe, wenn du uns beobachtest. Ich habe jetzt Pia da. Lass uns in Ruhe. Wir wollen zu zweit spielen. Oh, das ist ja super. Jetzt hat Hanna Beruf und Besuch und schon bin ich direkt abgeschrieben. Na, Mama, was machst du? Hanna will nämlich nicht mit mir spielen. Ach, Emma, es ist wirklich schon ein bisschen spät. Willst du dich nicht langsam fürs Bett fertig machen? Och, nö, Mama, keine Lust. Ich will doch nicht ins Bett. Emma, aber Hannas Freundin Pia, die muss jetzt auch nach Hause. Sie hat mich gebeten, Bescheid zu sagen. Du kannst dich schon mal Bett fertig machen, Zähne putzen und so. Hanna und Pia, es ist jetzt wirklich schon spät. Pia, du wolltest doch nach Hause. Mama, warte mal kurz noch. Wir wollen dir aber vorher noch was zeigen, bevor Pia geht. Aufgepasst! Hurra! Toll, riesige Kaugummiblasen, das habe ich früher auch mal gemacht und dann war das ganze Kaugummi in den Haaren. Nicht so toll. Na gut, ihr beiden, dann verabschiedet euch mal, es ist wirklich schon spät, Emma muss jetzt auch ins Bett. Oh Mann, Pia, das war echt klasse mit dem Kaugummi, das hat meine Laune richtig verbessert. Ach herrje, ich verstehe wirklich nicht, was Kinder an diesen riesigen Kaugummis so toll finden, wobei ich fand's damals auch echt cool. Oh, da kommen Hanna und Pia die Treppe runter. Ich will unbedingt wissen, was sie da vorhin gemacht haben. Das sah echt spannend aus. Ich werde mich mal hier hinter verstecken. Vielleicht kriege ich da noch ein bisschen was mit, was sie machen. Wir müssen das nächstes Mal auf jeden Fall wieder machen. Ich will die größte Kaugummiblase der ganzen Welt hinbekommen. Das ist aber wirklich dann nur am besten, wenn man dann richtig viel Kaugummi hat. Hm, eigentlich schade. Also, dann müssen wir jetzt das Kaugummi wegtun und nächstes Mal ein neues nehmen. Hm, wir könnten auch hier das Kaugummi einfach verstecken und dann nehmen wir das beim nächsten Mal einfach wieder mit. Okay, das machen wir, aber das darf niemals jemand erfahren. Das ist unser Geheimnis, dass das hier unter der Treppe klebt. Was? Habe ich da gerade Geheimnis gehört? Ich möchte auch wissen, was das ist. Ich kann es aber nicht richtig erkennen. Einfach hier drunter, okay? Ja, das merkt keiner. Oh Mann, Pia, ich fand es übrigens richtig schön, dass wir uns heute mal wieder verabredet haben. Nur wir beide. Ich auch. Dann sehen wir uns ja am Montag in der Schule wieder. Oh, da habe ich wieder gar keine Lust drauf. Ich auch nicht. Also mach's gut. Wir sehen uns. Kannst dich ja melden, wenn du zu Hause angekommen bist. Oh, das war echt ein schöner Nachmittag mit Pia, aber ich bin jetzt auch ein bisschen müde. Ich mach mich mal fertig. Hm, ich glaube, die Luft ist rein. Hanna geht jetzt hoch, dann kann ich endlich gucken, was sie da unter der Treppe gemacht haben. Schnell Zähne putzen, vielleicht noch meine Haare ein bisschen kämmen und mein Gesicht waschen und dann ab ins Bett. Na Emma, hast du dich schon Bett fertig gemacht? Hast du schon Zähne geputzt? Die ist ja gar nicht hier und hier ist ja auch wirklich totales Chaos. Was ist wohl Pia und Hannas Geheimnis? Ich muss es unbedingt wissen. Vielleicht haben die hier irgendwie eine Schatzkarte oder so hingetan. Oh, das wäre richtig cool. Oh, ich glaube, ich klebe fest. Oh, was ist das? Oh, das klebt ja total. Was ist das? Sekundenkleber? Ich komme nicht mehr los. Hilfe!
Also jetzt habe ich hier wirklich schon das ganze Zimmer aufgeräumt und Emma ist immer noch nicht aus dem Badezimmer raus. Was macht sie denn da die ganze Zeit? Hannah, kannst du mal Emma rüberschicken? Die soll endlich ins Bett gehen. Mama, Emma ist hier nicht im Badezimmer. Ich weiß auch nicht, wo die ist. Habt ihr schon länger nicht gesehen? Hier, ich bin hier. Hilfe! Ist sie etwa immer noch unten? Oh nee, bitte nicht vom Fernseher. Vom Fernseher ist sie nicht. Wo steckt sie denn? Emma! Hilfe! Wo kam das denn gerade her? Emma? Ich klebe hier fest, Mama, unter der Treppe. Du klebst unter der Treppe fest? Wie ist das denn möglich? Gib mir mal deine Hand, ich versuche dich zu befreien. Wie kann das sein, dass du unter der Treppe festgeklebt hast? Seit wann klebt denn unsere Treppe? War das schon wieder Onkel Stefan? Ich dachte, da ist eine Schatzkarte oder so versteckt und dann habe ich da hingefasst und dann schwuppdiwupp klebt dich fest. Lass mal sehen. Was ist das denn? Dein ganzer Rücken ist total verklebt. Oh nein, ne? Ich weiß, was das ist. Das ist Kaugummi. Ich kann mir auch schon denken, wer das war. Pia und Hannah, das waren die einzigen, die das Kaugummi hatten. Aber warum kleben die das unter die Treppe? Das wird Ärger geben. Du, Julian, wie heiße ich denn? Wie ist mein Name? Ist doch einfach ganz klar Papa. Also so nenne ich dich doch immer. So könnt ihr das doch nicht machen. Ihr macht das ganze Spiel kaputt. Und außerdem, hier wird nicht geredet. Ach wirklich? Du wurdest auch eingelegt von Emma? Du, Martin Vogel? Ihr schummelt, Papa, du musst mir jetzt Chips und Cola kaufen. Das war's, du hast schon geredet. Also geht das nicht. Chips und Cola für Emma? Kommt gar nicht in Frage, Emma. Du weißt ganz genau, dass du keine Cola trinken darfst. Mit dem ganzen Zucker und dem Koffein. Kommt nicht in Frage. Oh, Mama, warum nicht? Das ist total gemein. Ich muss mir dringend ein anderes Spiel überlegen. Dann nenne ich's Keks und Kakao. Claudia, Schatz, vielen Dank, vielen Dank. Also ich muss schon sagen, mein Konto geht ist fast bei null. Und jetzt noch Chips und Cola. Oh, das wäre echt mies gelaufen. Da hätte die Bank bestimmt angerufen. Dann danke. Du, Emma, also ein bisschen dreist ist das schon. Erst hast du mich veräppelt und dann den Papa. Nur für Chips und Cola, also bitte. Ja und, lass das mal meine Sorge sein. Mir ist total langweilig. Ich dachte, du hättest Niveau. Ja und, ich wollte nur was spielen. Mir ist das egal. Ich gehe zu meinen Puppen. Voll blöd. Julian hat das ganze Spiel kaputt gemacht. Ja, ja gut, mach du mal. Auf mich wartet hier mein Tablet. Oh, Subway Surfers. Update. Oh, ich habe eine Benachrichtigung bekommen. Was? Eine Mal-Challenge? Oh, das ist ja cool. Wo hat Hannah jetzt ihre Buntstifte versteckt? Hm, ich brauche mindestens 3. Bingo. Aber, naja, sind Filzstifte. Aber das geht auch. Hey Emma, sag mal, bist du bereit für eine Challenge? Also für die nächste Challenge? Was für eine Challenge, Julian? Sag schon. Eigentlich wäre ich schon dabei. Worum geht's denn? Also, du malst doch gerne, oder? Dann wird dir das gefallen. Oh Mann, die wird auf jeden Fall drauf reinfallen. Okay, hier bin ich. Die Stifte sehe ich auch schön. Aber was machen wir jetzt damit? Was ist jetzt genau die Herausforderung oder der Wettbewerb? Okay, also mit diesen 3 Stiften musst du dich jetzt selbst malen, okay? Das ist die Free Marker Draw Yourself Challenge, wenn es so richtig ausgesprochen wird. Und du darfst anfangen und ich gehe extra in ein anderes Zimmer. Ich werde nichts sehen. Also ich komme in ein paar... Ich komme in ein paar Minuten wieder und dann schaue ich mir an, was du gemacht hast. Oh, das ist ja super einfach. Also diese 3 Stifte einfach nehmen und sich selbst damit anmalen. Das kriege ich hin. Herr Martin, was machen eigentlich die Kinder da in der Küche? Nicht, dass die auf die Idee kommen, irgendwas zu kochen oder so. Na, ich denke nicht. Also ich kann hier noch nichts riechen oder so. Emma, Schatz, was machst du denn da? Na, wonach sieht das denn aus, Papa? Ich male. Also, lass mich in Ruhe. Ich muss genug Raum haben für meine künstlerische Auslebung. Na ja, gut, du kleine Künstlerin. Aber ganz wichtig, bitte nicht den Tisch und bitte die Tapeten nicht anmalen. Hey, Emma, bist du schon fertig? Mhm. Ja, okay, jetzt bin ich dran, okay? Also, du musst jetzt weg und nicht gucken und jetzt bin ich dran. Oh, wie die schon aussah. Wie Emma nur aussah. Oh Mann, sie denkt wieder, sie hat es richtig verstanden. Dabei war das gar nicht die Challenge. Ja, so geht die nämlich. Emma, ich bin fertig. Du kannst kommen. Willst du sehen, was ich gemacht habe? Ja, los. Zeig mal her. Also, das bin ich, Julian Vogel mit 3 Stiften. Na, sieht er so aus wie ich? Hä, was? Aber das war doch gar nicht die Aufgabe. Du musst doch mit 3 Farben dich selbst anmalen. Emma, nein, dich selbst malen, nicht selbst anmalen. Was? Nein, das hast du nicht gesagt. Und außerdem, das sieht überhaupt nicht aus wie du. Was erzählst du denn da? Guck dir jetzt mal noch genau das Bild an. Und dann guck dir mein Gesicht an. Also, ich könnte auch das Bild jetzt gerade sein. Das ist wie so ein Spiegel. Das ist nicht wahr. Das sieht aus wie eine Vogelscheuche. Du hast das nicht gewonnen. Ich hab's auf jeden Fall gewonnen. Das werden wir gleich mal sehen. Ich frag jetzt mal meinen Papa. Die sollen entscheiden, wer das gewonnen hat. Du oder ich? Du, Emma. Also, das würde ich, glaube ich, eher nicht machen. Hat die gar nicht gesehen, wie die aussieht? Emma. Was ist mit dir denn passiert? Also, Julian und ich haben so einen Malwettbewerb gemacht. Man sollte sich selber mit 3 Stiften anmalen. Ich habe das so gemacht und Julian hat das so gemacht. Wer hat gewonnen? Also Emma, du solltest nicht den Tisch und nicht die Tapeten anmalen. Und selbstverständlich solltest du dich auch nicht anmalen. Emma, du hast wahrscheinlich einfach nicht richtig zugehört. Wie immer, das ist die Challenge hier. Emma, ich hoffe für dich wirklich, dass das
Stifte sind, die wieder rausgehen. Was sind das für Stifte, die du genommen hast? Ich glaube Filzstifte. Ja, Filzstifte, die so durchdrücken. Filzstifte? Ich glaube, das geht nie wieder aus deinen Klamotten raus und aus deiner Haut. Du musst sofort in die Badewanne. Naja, aber wenn ich hier schon mal die Challenge bewerten muss, ich sag, Julian hat gewonnen. Das hast du toll gemacht. Also wenn, dann sieht es nur ein bisschen aus wie so eine Vogelscheuche. Aber ich meine, du bist ja auch Julian Vogel, ne? Papa, was erzählst du denn da? Das ist hier Kunst und das ist doch keine Vogelscheuche. Das ist Julian Vogel. Schönheit pur. Naja, immerhin habe ich mich nicht selbst angemalt, wie Emma. Also Emma ist jetzt eine Emma-Flagge, wie so eine Fahne. Oh, what, oh, what.